Ja, wir haben mit diesem Projekt eigentlich eine Plattform geschaffen für alle Bürger in Köln, damit sie ausgelesene Bücher, die sie ja zweifellos zu Hause haben, halt nicht wegschmeißen müssen, sondern sie halt jemand anderen zur Verfügung stellen können. Wir rufen damit zum Büchertausch auf und hoffen, dass es damit gelingt, auch sowas wie eine Lesekultur auf der Straße zu etablieren. Also wir stellen diese Plätze dann eben zur Verfügung. So, angenommen wird das sehr gut. Also es wendet sich eigentlich an jeden, der gerne liest, ohne dass man da jetzt irgendwelche Präferenzen hätte, jetzt was Alter oder Bildung oder was auch immer angeht. Das ist offen für jedermann. Jeder kann ein Buch rausnehmen, ein Buch reinstellen oder einfach nur drin rumstöbern. Es gibt auch keinerlei Registrierung. Das ist vollkommen anonym und ja, an und für sich soll das auch so bleiben. Wir freuen uns darüber, dass das Projekt offenbar auch sehr gut angenommen wird und sehen darin eigentlich eher Werbung als Konkurrenz. Finde ich ganz toll. Ich kenne es seit anderthalb Jahren jetzt in etwa und bediene mich. Ich habe auch schon häufiger was reingetan, aber mehr bedient. Für mich ist es einfach toll, weil ich selber nicht so viel Geld habe, doch an gute Literatur komme. Wunderbare Einrichtung und wir machen da sehr oft von Gebrauch, so zweimal pro Woche, wobei meine Frau der Initiator ist und wir schaffen praktisch Fluktuation hier drin und suchen uns immer die Bücher, die uns gefallen, vor allen Dingen meiner Frau raus. Öffentliche Bücherregale sind keine Konkurrenz für Buch.de oder für den Onlinehandel insgesamt. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns über jede Art der Motivation zum Lesen. Und wenn vielleicht der ein oder andere, der seine Bücher im Bücherregal abgestellt hat, damit Platz geschaffen hat für neue Bücher oder in Zukunft vielleicht lieber E-Books lesen will, dann freut uns das gleichermaßen.